Die Landesregierung hat heute ein wohnungspolitisches Maßnahmenpaket beschlossen. Warum brauchen wir dieses Paket? Wir haben in Großstädten ein immer größeres Problem, eine bezahlbare Mietwohnung zu finden. Die Mieten explodieren geradezu in manchen Großstädten. Und dem wollen wir entgegentreten mit ordnungspolitischen Maßnahmen, damit wir auch Leuten, die also Normalverdiener ermöglichen, dass sie in Großstädten noch eine Wohnung finden. Ein Instrument zur Bekämpfung des Wohnungsmangels ist ein Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum. Was bedeutet das konkret? Es bedeutet einfach, dass man verhindert, dass Wohnungen in zum Beispiel Büros umgewandelt werden. Das kann zwar im Einzelfall sinnvoll sein, aber wir geben den Kommunen die Möglichkeit, dort, wo es nicht angebracht ist, weil man da Wohnquartiere damit eigentlich zerstört, dass sie dann die Möglichkeit hat, das zu untersagen, dass Wohnraum in Büroraum umgewandelt wird. Die Landesregierung will außerdem alteingesessene Mieter vor der Verdrängung schützen. Wie soll das geschehen? Wir wollen verhindern, dass alteingesessene Mieter dadurch vertrieben werden, dass man einfach die Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umwandelt, wie das zum Beispiel viele Großinvestoren versuchen, um damit nur ein gutes Geld zu verdienen. Ich meine, Eigentum verpflichtet und Wohnen ist ein Grundbedürfnis und dass man da gewachsene Wohnquartiere nicht einfach durch Luxussanierungen zerstört, das ist einfach ein Anliegen des Gesetzes. Und wo die Kommunen sehen, dass die Gefahr droht, haben sie dann die Möglichkeit, das zu machen. Das heißt, bei beidem schreiben wir also nichts selber vor, sondern wir geben den Kommunen nur das Instrument in die Hand. Das müssen sie natürlich sorgsam anwenden, das ist klar.